Das heißt, viel mehr HP kriegen wir jetzt gerade nicht. Bin versteckt, da pennt einer. Den haben wir. Da muss auch noch irgendwo einer sein. Was hast du denn für einen schicken Kram? Hast du da eine Kettensäge oder was soll das hier gerade darstellen? Der hat eine Kettensäge? Ich glaub das nicht. Gegengift, Machete. Schönen guten Tag, ich bin der Neue, ich komme jetzt öfter. Der hat auch gesessen. Da kommt der nächste Veteran. Ach, Decanus Severus ist das! Mein Bester. Ja, genau. Geh mal wieder in Deckung. Was war denn das, was der da jetzt so Schickes hatte? Lasst mich mal gucken. Jagdgewehr? Nö. Kettensäge! Wir haben eine Kettensäge! Die ist ja geil. Wow! Die haut ja rein. Das war ja mal nett. Machetengladius, was immer ein Machetengladius ist. ja, da wollen wir mal eben... Nein, das habe ich jetzt gerade nicht vorgehabt. Ich wollte die... Die wollte ich. So, schon haben wir wieder Platz im Inventar. Kann man hier noch... Ui! Da bist du! So, alter Schluchtenläufer. Rennen wir mit der Kettensäge Amok. Jawohl, ja. So hat das auszusehen und nicht anders. Machetengladius. Das ist ja nett. Was ist der Sklavenschlüssel? Jetzt reicht's. Wer reicht? Und vor allem, wo reicht's? Was denn? Er kann? Was? Wie? Wann? Wo? Ist der nur kaputt? Hier muss ich mal eben... Sekunde, ich muss mal eben die Machetengladius hier eben reparieren. Wir sind aber gut hier bei der Sache, muss ich gerade sagen. So, die möchte ich hiermit reparieren. Dann bin ich jetzt wieder fertig und ich muss einmal gucken, dass wir... den wieder herstellen. Und schnell speichern. So. Haben wir hier noch irgendwas? Öffnen Kisten. Sonst ist das Paket. Die nehmen wir mit. Klau jetzt hier die ganze Legion hier. Da ist nichts drin, da ist nichts drin. Da ist was drin. Persönliche Truhe? Wie jetzt? Powerfaust. Vorschlaghammer. Und die Kronkorken nehmen wir auch noch mit. Jetzt muss ich nur mal gucken, dass ich jetzt hier irgendwie mal, ne? Die können wir mal reparieren, den Soldatenhelm hier. So, und dann kann ich noch einen Metallhelm reparieren. Wo ist er denn, der andere Metall? Das andere Metallhelm, den habe ich gerade gesucht. Jetzt muss ich noch 15 loswerden. Und ich muss vor allem erstmal ein bisschen was essen hier. Das geht ja mal gerade gar nicht mehr. Kaugummi Leguanbissen, das ist natürlich auch was Nettes, bringt aber wenig. Nachtpirscherschwanz, okay, das bringt auch nicht viel. Ich brauche irgendwas, was mehr bringt, verdammt. Rattenfleisch, Stärke minus 1, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen.
Ich nehme lieber das gute Wasser hier, das aufbereitete. Trinken wir davon mal ein paar Stück. Was haben wir denn hier sonst noch? Wir können uns noch ein paar Äpfel reinpfeifen hier. Was haben wir denn jetzt hier? Frische Apfel. So, hatte ich nicht auch noch Birnen oder waren die... Bier, nee. Bitter, nee. Nee. Die ist, nö. Waffenbindungsritual. Naja. Was ich hier für einen Scheiß hab hier mittlerweile, das ist echt Wahnsinn. Kann ich hier noch was wegschmeißen? Kuckuckskopf. Das ist der Kuckuck-Clan. Der Kuckuck-Clan. Hilfsmittel. Ich muss doch irgendwo noch Sunset Sarsaparilla haben hier gerade, oder was? Da haben wir ihn. Sarsapa Dingenskirchen. Die laufe ich mir jetzt alle hier erstmal rein. Vielleicht kriege ich noch ein paar Kronkorken dadurch. Korken. Bin jetzt aber nicht mehr belastet. So, wir speichern. Haben wir hier noch was drinne? Noch eine Powerfaust. Da kann ich die andere gleich gut mit reparieren. Metallrüstung, da kann ich meine... mit Glück meinen Killeranzug mit reparieren, ansonsten schmeiße ich die gleich wieder weg. Kleidung, nee, kann ich nicht, schade. Aber ich kann diese Metallrüstung mit dieser Metallrüstung reparieren. Und dann kann ich den Power, die Powerfaust reparieren. Und dann habe ich hier noch, ich hatte doch eben noch irgendwas, verdammt. Das Kampfmesser kann ich noch reparieren hier. Und die kann ich auch noch reparieren. So, jetzt haben wir noch wieder Platz und wir können weiter. Aber ich muss sagen, die Kettensäge, die ist, ne? Die gefällt mir. Tja, ja. Der Dekanus fliegt hoch, der Dekanus fliegt weit. Das kann er auch, er hat ja Zeit. So. Hallo, hier kommt der Axtmörder mit der Kettensäge. Klingt jetzt völlig bescheuert, aber egal. So, wir haben das Schloss geknackt. Oh, hier. Bitte, Mister. Lassen Sie mich Ihr Halsband deaktivieren. Wenn es eine Chance gibt, uns zu befreien, dann ist es das Risiko wert. Na dann. Sprengstoffe muss ich haben. 50 muss Bitte ich da haben. Versuchen Sie. Kein Problem. Sprengstoffe 50, dann komme ich wieder. Glaube ich. Was ist das denn hier? Kann man da was kriegen in dem Boot? Schiff? Naja, es ist jetzt wohl eher ein U-Boot. Schwimmen wir mal mit der Kettensäge zum Wrack dieses Schiffes. Ist hier was? Nö, hier ist nichts. Schade. Schade, schade, schade. So, damit wir jetzt hier nicht ersaufen, weil wir ja die Dings nicht mehr dabei haben, flitzen wir jetzt mal wieder raus und wollen jetzt mal gucken, dass wir hier den anderen Mist jetzt hier hinkriegen. Also so eine Kettensäge ist schon echt was Feines, muss ich sagen. Kommen wir den Berg nicht hoch. So. Da unten. Da ist noch so eine alte Potsau. Krieg ich dich? Ich krieg ihn. Da ist bestimmt auch noch irgendwas Nettes jetzt dabei. Gehen wir mal gucken. Und danach gehen wir dann die Wanze anbringen. Nein, stirb, spring nicht da ins Wasser, ich rette dich. Naja, oder auch nicht. Na, der hat jetzt ja nicht allzu viel, muss ich sagen. Kann ich hier noch was reparieren?
Oh, mal gucken. Karawanenschrotflinte kann ich damit reparieren. Wo habe ich denn die Karawanenschrotflinte? Da habe ich sie. So. Was haben die denn hier? Cottonwood Cove Toiletten. Ich gehe lieber mal auf eine andere Waffe. Wenn wir jetzt hier rein rennen, dann wollen wir doch lieber mal mit der Schrotflinte hier durch die Gegend eiern. Hier ist aber keiner. Alter, was ist denn hier passiert? Das ist ja... Hier sieht das ja wieder aus. Was liegt hier? Ach, nichts. Nichts vom Bedarf. Haarklammern. Ist auch sehr schön. Was bist du? Bist du ne... Ach, du bist ne... Ein Leuchtmittel bist du, wie der Elektriker so schön sagt. Glühbirnen gibt's nicht. Es gibt Leuchtmittel, ne? Jeder, der sich mit Elektrik auskennt, wird mir da jetzt zustimmen. So, wenn wir schon auf dem Damenklo waren, gehen wir natürlich auch noch aufs Herrenklo. Das hier? You don't need a to be a hero. Howitzer oder was soll das heißen? A Howitzer to be a hero. Okay. Ah, oh, was haben wir denn hier so Schönes? Das ist ein Trocknungsautomat. Hier war aber noch viel weniger als in dem anderen. Da haben wir übrigens noch Haarklammern bekommen. Ich glaube, hier müssen wir hoch. Also ich möchte hier hoch und nicht unter die Treppe laufen. So, habe ich die Finger schon mal auf der V-Taste. So, und jetzt nehmen wir die Kettensäge. Macht Spaß? Ja, macht's. Ziemlich sogar. Ich finde das geil. Die Kettensäge hat was. Eieiei. Oh, die würde ich ja gerne mitnehmen. 304. Krieg ich nur einfach 40 Kilo untergebracht jetzt hier? Ist ja klasse. Okay, das nehmen wir auch mit. Das nehmen wir mit. Was immer das ist. Wir sind auch nur dezent überladen. Gewehrschrank. Was hier nicht alles gibt. Guckt euch das an. Schrank leer. Da werde ich jetzt erstmal ein paar Sachen drin unterbringen, die ich den gleich jetzt noch abholen gehe. Hier, ich würde sagen, das. Die beiden Jagdgewehre. Was habe ich hier sonst noch? Kleidung. Die? Den? Nee, den, den nehme ich. Der passt nicht mehr. Schade. Dann nehme ich die mit. Ich nehme die mit. Die nehme ich mit. Verlassen. Das ist ja auch nett hier. So, und jetzt gehen wir fix nach Hause. Geben den ganzen Mist da ab. Dann kommen wir wieder her. Laden uns den anderen Mist ein und sehen dann weiter. Wo ist mein Heimatpunkt? Da muss ich hin. Underground Hotel, da war er. Sehr schön. Mensch, was wir hier schon wieder alles haben, das ist ja der helle Überwahnsinn. Gas, next exit. Also die Kettensäge ist Hammer, die mag ich. Gerade im Nahkampf gibt's nichts Besseres. Bin ich jetzt voll dafür. Die sollte man immer dabei haben. So. Schatz, ich bin zu Hause. Ich bin ja gar nicht verheiratet. So, dann wollen wir doch mal gucken. Armory. Geben wir erstmal unsere gesammelten Werke ab.